Königinnentag im Maximilianeum. Am 2. Adventssonntag wurde das Plenum des Bayerischen Landtags zum Thronsaal. Auf Einladung der Freie Wähler Landtagsfraktion und wunderschön herausgeputzt kamen Hoheiten aus allen Teilen Bayerns. Ob Milch, Hopfen, Kartoffel oder Spargelkönigin, die gewählten Majestäten repräsentieren allesamt die Produktvielfalt der bayerischen Landwirtschaft. Das Hauptthema ist seit dem letzten Jahr natürlich 100 Jahre Frauenwahlrecht. Weil ich bemerke, dass speziell bei den jungen Frauen, und das ist ja auch das Publikum heute gewesen, etwas in Vergessenheit geraten ist, wie wenig lang es her ist, dass wir eben wählen dürfen, dass wir arbeiten dürfen ohne Erlaubnis des Mannes. Und wir merken insgesamt, auch ich bei meinen Vernetzungen, dass der Emanzipationsgedanke etwas zurückgeht, weil vieles selbstverständlich ist. Und da will ich ein bisschen dagegen steuern. Gastgeberin Eva Gottstein betonte in ihrer Ansprache die Sach- und Fachkompetenz der rund 120 Produktköniginnen. Dass die dabei auch noch gut aussehen, stehe dem nicht entgegen. Und so ist auch Staatssekretär Roland Weigert auf diesem 6. Treff im Landtag stolz auf die Arbeit der ehrenamtlichen Königinnen. Weigert sieht darin eine fantastische Möglichkeit, Produkte und Städte auch mit kleinem Werbebudget groß zu vermarkten. Die Produktköniginnen in Bayern stehen für das Beste, das Bayern hat. Sie machen Werbung weit über die Grenzen unseres Bundeslandes, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, sogar im internationalen Bereich. Und deshalb stehen sie für etwas, was enorm wichtig ist, nämlich für Regionalität bei den Lebensmitteln. Sie stehen für Qualität und sie stehen vor allen Dingen für Wertschöpfung. Beim jährlichen Empfang ist es zum guten Brauchtum geworden, die Königinnen zum Gespräch auf die Bühne zu bitten. In lockerer Atmosphäre berichteten sie über Anekdoten aus dem Alltag einer Monarchin. Die Reaktionen verraten: Vieles kommt den Hoheiten im Plenarsaal bekannt vor. Dabei ist dieses Amt nichts für Prinzessinnen. Es ist ein Ehrenamt und verlangt den jungen Frauen neben ihrem Hauptberuf so einiges ab. Die Hallertauer Hopfenkönigin Theresa Hagel ist seit wenigen Monaten im Amt und berichtet von ihren königlichen Verpflichtungen, Messeauftritte, Bierzelt und Branchentermine. Wir haben daheim einen Betrieb mit Hopfenanbau und das ist für das Amt der Hallertauer Hopfenkönigin eine Voraussetzung. Und ich denke, dass jede Hopfenpflanzerstochter einfach mit dem Thema von klein auf konfrontiert ist, weil das Thema Hopfenkönigin eben bei uns in der Hallertau wirklich groß ist. Und ich habe mich dann vor 2 Jahren konkret dazu entschlossen, dass ich das machen will. Und ja, es ist zeitaufwendig. Es kann auf das Jahr 150 bis 200 Termine. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Man kommt weit rum, man lernt interessante Leute kennen und das ist einfach super. Die bayerischen Produktköniginnen sind ein Mehrwert für Brauchtum und Gesellschaft und die Freien Wähler zeigen mit dem jährlichen Empfang im Bayerischen Landtag ihre Verbundenheit und Anerkennung. So sorgen sie auch für einen Austausch über wichtige frauenpolitische Ziele, Lohngleichheit, Kampf gegen sexuelle Belästigung oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir in Bayern können uns stolz schätzen, dass wir so viele regionale Botschafterinnen haben für unsere wertvollen Produkte vor Ort. Und gerade für mich als Verbraucher und Umweltminister ist es ganz zentral wichtig, dass wir diese Botschafterinnen haben. Sie stehen vor allem für, als Gesicht, als Testimonial für die Regionen Bayerns. Und ich bin dankbar, dass wir den heutigen Tag feiern konnten. Und wir können stolz sein, solche Botschafterinnen zu haben. Das Gipfeltreffen der Produktköniginnen Bayerns soll auch im kommenden Jahr als mittlerweile feste Größe im Landtagskalender stattfinden. Dann schon zum 7. Mal.